unsere Sonne. Vehicle on an international mission of solar physics. Roll program is in. Vehicle responses look good at this time. Listen now to Skip Mackey and central telemetry here at the mission director. All engines look good. Im Dezember 1995 bringen NASA und ESA den Satelliten SOHO ins All. SOHO steht für Solar and Heliospheric Observatory und liefert uns seitdem ununterbrochen Messdaten von der Sonne. Eine neue Qualität der Sonnenbeobachtung brachte 2006 das Satellitenduo Stereo. Zwei Satelliten beobachten die Sonne simultan aus verschiedenen Blickwinkeln. Wie ein überdimensionales menschliches Augenpaar ermöglicht die Stereo-Mission einen räumlichen Blick auf unser Zentralgestirn. Im Mittelpunkt der Forschungen steht die Beobachtung von Explosionen auf der Sonnenoberfläche. Diese sogenannten Sonneneruptionen schleudern hochenergetische Ladungsträger mit mehreren Millionen Stundenkilometern ins All. Ein koronaler Massenauswurf ist der gewaltige Ausstoß von Teilen aus der Atmosphäre der Sonne, welche aus einem elektromagnetischen Feld und Plasma besteht. Das Magnetfeld unserer Erde schützt uns vor diesen Teilchen, lenkt sie um den Globus herum. An den beiden Polen entsteht dabei ein Effekt, den wir als Nordlicht kennen und beobachten können. Aber was sich uns in Form eines beeindruckenden Naturschauspiels offenbart, hat eine unangenehme Kehrseite. Solche Sonnenaktivitäten können zu Ausfällen von Satelliten und deren Kommunikation führen. Sie können GPS-Signale stören, Handys, sie können sogar starke Spannungen in unser Stromnetz induzieren und flächendeckende Stromausfälle verursachen. Besonders hoch ist die Wahrscheinlichkeit für einen sogenannten Supersturm im Jahr 2012. Sonnenforscher der NASA klassifizieren das für diesen Zeitraum erwartete Aktivitätsmaximum als derart bedrohlich, dass sie im Januar 2009 begonnen haben, offiziell vor möglichen Folgeschäden zu warnen. Nichts als Panikmache? Statistiken machen deutlich, dass die Bevölkerungsentwicklung auf der Erde zu allen Zeiten auffällige Parallelen zur Sonnenfleckentätigkeit aufweist. Ein weiteres Indiz dafür, wie stark unser Klima und alles biologische Leben auf die Zyklen der Sonne reagieren. Und noch etwas. Am Morgen des 1. September 1859 beobachtete der britische Astronom und Sonnenforscher Richard Carrington zufällig eine gleißend helle Explosion auf der Sonnenoberfläche. Ihm war sofort klar, dass er Zeuge eines besonderen Ereignisses geworden war. In der darauffolgenden Nacht konnten überall auf der Welt bis nach Hawaii und Jamaika brillante Nordlichter beobachtet werden. Dieser besonders heftige Magnetsturm legte weltweit das Telegrafennetz lahm und ließ das Papier in den Fernschreibern in Flammen aufgehen. Dies war 1859.
Ein solarer Supersturm wäre zweifellos ein harter Schlag für unsere heutige Hightech-Welt. Stromausfälle und resultierende Versorgungsstörungen, darauf bereiten sich die Regierungen in aller Welt mehr oder weniger vor. Mögliche Auswirkungen auf unseren Bioorganismus finden bisher jedoch kaum Beachtung. Sollten wir die alten Prophezeiungen vom Bewusstseinssprung am Ende doch ernst nehmen? Und zwar weniger unter mystischen und spirituellen Gesichtspunkten, sondern zunächst ganz pragmatisch, aus biochemischer und biophysischer Sicht? Ein einfaches Beispiel macht das deutlich. Stellen Sie sich vor, jemand verabreicht Ihnen ohne Ihr Wissen eine bewusstseinserweiternde Droge. Sobald die Substanz ihre Wirkung entfaltet, werden Sie glauben, den Verstand zu verlieren, da Sie Dinge wahrnehmen und fühlen, die nicht in Ihrer Realität gehören. Haben Sie dagegen dieselbe Substanz bewusst und absichtlich eingenommen, so wird Sie deren Wirkung nicht überraschen. Sie sind darauf eingestellt und können die Wirkung, die Halluzination, einordnen. Aber der Reihe nach. Unser Gehirn ist als Schnittstelle zu unserem Bewusstsein auch ein leistungsfähiger Filter. Die Sinnesorgane liefern dem Gehirn etwa 1 Million Mal mehr Informationen, als dieses an unser Bewusstsein weitergibt. Unser Gehirn entscheidet, wie relevant ein Sinneseindruck für unser Überleben ist. Je nach Priorität nehmen wir ihn dann bewusst wahr oder nicht. Beruhigungsmittel können bewirken, dass nur besonders starke Reize in unser Bewusstsein gelangen. Einige psychoaktive Substanzen bewirken genau das Gegenteil. Cannabis zum Beispiel stört die Fähigkeit des visuellen Systems, überflüssige räumliche Bildteile auszublenden. Halluzinationen, wie sie sich nach dem Konsum von Haschisch einstellen, sind demnach keine Trugbilder, sondern hyperreale, unzensierte Bilder, wie sie unser Gehirn permanent nebenher registriert, ohne sie jedoch an unser Bewusstsein weiterzuleiten. LSD ist ebenfalls für seine bewusstseinserweiternde Wirkung bekannt. Unter LSD-Einfluss verlieren wir innerhalb weniger Sekunden die Fähigkeit, Zeit- und Raumgefühl wahrzunehmen. Das menschliche Gehirn produziert einen Neurotransmitter, ein Molekül, das dem LSD sehr ähnlich ist. Das Dimethyltryptamin oder kurz DMT. Es scheint, dass bereits geringste Mengen dieses Moleküls bei sensiblen Menschen zu Halluzinationen führen. In verschiedenen Experimenten wiederum konnte das Gehirn durch bestimmte elektromagnetische Felder und Frequenzen dazu angeregt werden, eben dieses Molekül DMT auszuschütten. Felder der gleichen Frequenz und Stärke, wie sie während starker geomagnetischer Stürme auf uns einwirken können. Wäre es denkbar, dass unser Gehirn schon heute alle Voraussetzungen für ein erweitertes Bewusstsein mitbringt und diese, sagen wir mal, Funktion muss nur freigeschaltet werden? Indem bestimmte Botenstoffe, zum Beispiel DMT, ausgeschüttet werden. Moleküle, die unsere Wahrnehmungsbegrenzung abschwächen oder gar aussetzen. Es ist so, als wenn uns wahrscheinlich das erste Mal die Dinge so gezeigt werden, wie sie wirklich sind, indem wir meinetwegen, als Metapher hier gesagt, uns die Brille abgenommen wird. So kennen wir das Weltall. Unzählige Lichtpunkte umgeben von unendlicher schwarzer Leere. Doch seit einiger Zeit wissen wir, dass gerade diese endlosen Weiten so gar nicht leer sind. Sie müssen etwas enthalten, das wir weder sehen noch messen können. Denn mit der uns bekannten sichtbaren Materie allein lassen sich die Bewegungen der Sterne und Galaxien nicht erklären.
Und diese dunkle Materie